Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Die letzte Woche, die letzte Aufnahmesession in der letzten Woche, die war jetzt nicht so toll. Ich fange hier auch schon gut mit an, mir mit Mikrofon rumgeklimper und geknatter. Gut, es kann alles nur besser werden, Ich hoffe, das wird so. Ich war irgendwie vollkommen irgendwie neben der Spur. Was heißt neben der Spur? Eigentlich nicht. Ich war so irgendwie auf das Spiel konzentriert, aber irgendwie nicht so wirklich aufs Let's Play. Ganz eigenartige Situation. Naja, egal. Ist Geschichte, ist gelaufen. Wir müssen alles besser machen. So, wir haben hier mit irgendwelchen Dieben zu tun. Hier haben wir ein Diebeslager. Dann daran kann ich mich noch erinnern, hatte ich jetzt hier eine entsprechende Einheit von Waldläufern rekrutiert und diesen Wachturm dafür hier gebaut. Da müsste, war da nicht noch eine andere Gruppe? Genau. Und ja, da würde ich sagen, bevor wir hier noch lange rumlamentieren, schicken wir die Leute noch einfach mal dahin. Achso, das war wieder sehr clever von mir. Ich muss ja noch erst noch die entsprechenden Befehle erteilen. Ach, die sind schon da? Wieso sind sie denn da? Moment. Die gehören aber dahin. Ne? Ja, die habe ich da auf Patrouille geschickt. Deswegen. Alles klar. Ja, das war mir jetzt entgangen. Das wusste ich nicht mehr. So. Kein Problem. Kriegen wir alles geregelt. Ich mache mal hier den hier. Für die Leute und dann das gleiche für die Leute und dann sollte, hoffe ich zumindest, das Problem mit den Dieben auf dieser Insel fürs Erste zumindest erledigt sein. Ob das so ist, werden wir gleich herausfinden. Wo bleiben die denn jetzt wieder? Ein bisschen mehr Engagement, wenn ich da mal bitten dürfte. Ja, ein bisschen mehr Engagement, die Herren und Damen. Es geht hier immerhin um unser Dorf, also mal ran hier an den Dieb. Ja, hier nicht nur rumschleichen und Steinchen versetzen, das ist nett, aber bringt uns nicht wirklich weiter, solange wir hier einen entsprechenden Ärger haben. Diesem Ärger wird jetzt aber gerade selber Ärger gemacht. Feiere ich ein bisschen, finde ich gut. Kann ich mit leben. Bin ich stark mit einverstanden. Da fallen die Diebe und sterben wie die Fliegen. Zack, bumm, und ein Diebeslager weniger. Das sieht so aus, als wenn hier in der näheren Umgebung auch nichts mehr wäre. Da bin ich sehr dafür. So. Ui, wieder an. Ich mag es ganz gerne bei diesen Kämpfen, die Ui auszuschalten, damit wir das hier in aller Pracht und Herrlichkeit genießen können. Waldläufer ist richtig. Da haben wir so ein bisschen federn lassen müssen. Moment. Angriffspunkt setze ich dann hier wieder zurück. Na, den brauche ich da vorne jetzt nicht mehr. Die können meinetwegen ruhig da vorne rumpatrouillieren. Da habe ich nichts dagegen. Dort frisst kein Brot. Aber ich muss die nicht da jetzt hier in der Gegend da rumschlawinern haben. Das ist nicht so wichtig, dass die da jetzt sich aufhalten. Wir haben jetzt aber auf jeden Fall ungehinderten Zugang zu diesen Außenposten und den benötigen wir dringend, damit wir hier die letzten beiden Aufgaben da erledigen können für das andere Dorf. Das war ja auch so ein Knackpunkt in der letzten Woche. Irgendwie, glaube ich, einer meiner Hauptstreitpunkte, so, ja, so mehr so intern für mich, ich da so gar nicht mit klarkam. Ich kämpfe auch immer noch mit meiner Kameraposition. Also hier mit meiner hier unten, von dem Typen, den ihr da unten rechts seht. Ich hatte erst überlegt, mich nach hier hin zu verlagern, aber ihr seht das Problem. Ja, hier nicht so sehr, aber da. Ne? Und das Ding ist auch mal unterschiedlich lang. Ich glaube, das hier ist, glaube ich, bis jetzt so die maximale Höhe, sagen wir es mal so, von diesem Infofenster, von diesem Nachrichtenfenster. Dann müsste ich mich irgendwie so klein dazwischen quetschen, um wirklich nicht zu stören. Ja. Ich habe es übrigens getan. Ich habe da mal hingeschrieben bei Discord,
und habe da mal gesagt, immer wäre doch toll, wenn dieses Infofenster da unten rechts da, ne, wenn man das verschieben könnte. Dabei ist mir dann eingefallen, irgendwie hier bei diesem anderen Aufbauspiel, hier, das ich auch so gerne spiele, da kann man die Infofenster nicht nur verschieben, sondern man kann mehrere gleichzeitig geöffnet haben, wenn man da irgendwelche Wirtschaftsketten, Produktionsketten, was auch immer nachverfolgen möchte, dann ist das schon mal ganz hilfreich, wenn man da ne, von der Produktionsstätte hin bis zum Verkauf oder bis zum Endverbraucher, sprich Bürgerin oder Bürger, das dann so ein bisschen nachverfolgen kann. Das kann schon mal sehr hilfreich sein. Und da habe ich gedacht, Mensch, das wäre auch eine coole Idee vielleicht für dieses Spiel. Ne, auch wenn das hier komplett, was heißt komplett anders, aber schon ein bisschen anders ist, ne, ganz klar. Aber, man kann Dinge tun. Apropos Dinge tun, vielleicht sollte ich jetzt hier Folgendes tun. Ich gehe mal so auf. Kann ich die ganz einsparen? Ganz einsparen. Vorsicht, ist die Mutter der Personalkiste. Porzellankiste, aber ich setze die mal auf. So, dann haben wir hier noch so ein paar Leute, ne, die sich um die Grenzsteine kümmern. Ich kann aber auch parallel dazu. Das ist ja auch nicht verboten und auch nicht auch kein Problem in dem Sinne. Noch hier noch einen weiteren Wachturm hinsetzen. Wenn ich denn die Möglichkeit was? Echt? Okay. Ach, das ist irgendwie so ein sumpfig oder so, ne? Wie gehen wir da ein bisschen? Ja, jetzt sieht man es ganz gut. Ne? Das ist Wasser. Oder ein sehr sumpfiges Gebiet. Hier ist zwar auch irgendwie Wasser, aber da ist so ein Stückchen, so ein bisschen mehr so trocken, das ist die Frage. Kriege ich dann überhaupt einen Weg hin? Ich pflanze den da erstmal so hin, den Wachturm. Und dann gucken wir mal, ja doch, wegetechnisch überhaupt kein Problem. Also zumindest bis dahin. Danach ist dann irgendwie Ebbe. Versuch's mal so. Ah ja, das geht. Sehr schön. Da bin ich sehr begeistert von, dass das geht. Ich gucke gerade so Richtung Aufnahmeprogramm bezüglich des Spielsounds. Ich hoffe, ich habe da keinen Unsinn gemacht, dass der zumindest so ein bisschen durchkommt. Ich höre jetzt Musik. Ah, doch, ja, Pegel geht hoch. Pegel geht hoch. Das heißt, solange ich nicht quatsche, dann geht er wieder runter. Ja, gut. Also hier würde ich dann ganz gerne genau Leute dieser Art unterbringen. Ich würde jetzt sogar sagen, da reicht die normale Wache aus. Also die nicht unbedingt hier. Normale Wache, was brauchen die? Holzsperre. Habe ich noch Holzsperre? Müsste ich die machen? Ich habe ein Holzsperre. Oh. Das ist ja immer das gleiche Problem mit mir. Habe ich denn die anderen mehr davon? Eisenlanze habe ich 16, angeblich. Die sind aber reserviert, davon ist keiner verfügbar. Dann ist es egal. Holzsperre. Ich bräuchte eine Holzwerkstatt. Holz und Stein. Moment mal. Forst. Nee. Das ist hier. Was war das? Ausrüstung und Gedingse und so weiter, mein ich. Genau. Holzwerkstatt. Da haben wir sie. Die hat auch im Augenblick nichts zu tun. Das ist cool. Dann mach doch mal so ein paar Holzsperre. Parallel dazu könnte. Nein, ich glaube, die Wohnhäuser können wir dann nicht weiterhelfen. Das auch nicht. Da war ich jetzt auf dem falschen Dampfer, aber eher hier. Mach mir doch parallel dazu mal so ein paar Eisenlanzen. Ist auch nicht verkehrt. Und wenn du damit fertig bist, so einfach mal so auf Verdacht auch so ein paar Eisenschwerter. Was wir haben, haben wir. Und so Eisenschild und Kettenrüstung. Ist, glaube ich, auch nie verkehrt, da was zu haben. Vielleicht Schilder sogar mehr. Ich bin gar nicht so sicher, ob ich in letzter Zeit die Schilder nicht so ein bisschen vernachlässigt habe. Hier ist noch eine Waffenschmiede. Ist you. Ach ja, da war irgendwas. Moment, Augenblick. Kommando zurück. Wenn der du ist, dann machst du die Lanzen.
Und du kümmerst dich um die Schwerter. Arbeitsteilung. So, dann, ja, hier habe ich noch eine Schmelzhütte. Ach, das war das mit den, ach, ich verstehe. Ja, deswegen. Okay. Ja, ist egal. Das sollte auch funktionieren. So, ich habe hier eine Kohletageabbau-Gedingse, wo aber keine Kohle mehr ist. Die gehören, glaube ich, oder gehörten zu diesem anderen. Nee, gar nicht, war ich jetzt hier Unsinn, das ist unsere gewesen von Anfang an. So wie sich das hier darstellt. Genau wie diese Eisenbautagesstätte. Da sind wir noch 11 Einheiten Eisen, die eingelagert sind. Die müssen erst verbraucht werden. Dann reiße ich das Ding da weg. Wenn die weg, also wenn das Eisen aufgebraucht ist. So. Okay. Hier habe ich noch Kohle. Hase. Hier war doch mal irgendwo. Irgendwas habe ich hier abgebaut. Was jetzt weg ist. Ich hoffe, es war keine Kohle. Ja. So, egal. Kupfer, nein. Kohleabbau, jo. Den würde ich dann auch ganz gerne so platzieren. So ein bisschen so mittendrin. Im Geschehen. Einmal so. Moment. Da komme ich um. Boah. Ich mache das einfach so. Okay. Ach ja, das war immer noch die Geschichte mit den Wachtürmen. Was habe ich da umgeistern? Veteranenwachen. Die ich da auf Patrouille habe. Das hat sich aber jetzt erledigt. Also ich glaube, das Ding kann weg. Beziehungsweise. Ich hau den weg. Die sind jetzt erstmal freigestellt. Also, ne, die brauche ich jetzt nicht mehr. Der Turm kann weg. Okay. Der hat sich erledigt. So, was wird hier abgebaut? Kupfer ist in Ordnung. Wir finden auch noch was. Ich sehe hier Kohle. Ist nie verkehrt. Wie sieht es überhaupt aus? Wo sehe ich das? Das ist alles was. Ach, hier ist Bergbau. Wir haben. Ja, ich glaube, die Zahlen hier sprechen für sich. Noch jede Menge Kohle. Wir haben auch noch ein bisschen was an Eisen. Ich glaube, das geht ganz gut. Was ist mit dem Silber? Wohnt das Feld unter Wertsachen? Nee, Quatsch. Seltene Ressourcen, genau. Aber auch Silberbarren ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe da nichts. Okay. Sieht ganz gut aus. So. Wir haben ganz andere Aufgaben vor uns. Ich müsste auch da irgendwie noch hinkommen. Da ist das Handelszentrum von den Kollegen. Ich sehe hier keinen Wachturm. Hier ist ein Grenzfall. Ach nee, das Ende Gelände. Wie soll ich denn da hinkommen? Ja gut, eine Möglichkeit wäre dann hier rüber. Aber Eisen. Oh, okay. Die
die bauen da kräftig ab. Kriege ich gar keinen Wachturm? Hm? Moment. Finde ich jetzt nicht so schön. Kann ich hier selber gar nichts bauen? Ich meine, die gehören jetzt eigentlich zu uns, ne? Na, hier steht auch nur, also das nur blockiert durch Gebäude. Ist jetzt nicht das Problem, dass die mal eigenständig waren. Glaube ich. Die sind mal hier, meine Güte, aber ziemlich eng gebaut. Ja, gerade immer so, ne? Jeden Quadratmeter irgendwie ausgenutzt. Aber hier geht auch nicht so raus. Ne? Außerhalb. Achso, ja, hier ist die Grenze. Deswegen. Das ist ein bisschen schlecht. Kriege ich das anders gelöst? Was ist mit euch? Ich habe hier Soldaten rumpatrouillieren. 6 an der Zahl. Und ursprünglich mal 10. Die Kollegen ziehe ich mal ab. So. Dann Fokuspunkt für die Gebietserweiterung. Genau. Und den setzen wir mal dann. Oh, das ist cool. Den setzen wir dann mal hier so hin. Und dann schauen wir mal, ob wir da nicht das Ganze irgendwie gewuppt bekommen. Wie außerhalb des Reichweite alles eingenommen. Das sehe ich anders. Das hier ist noch innerhalb der Reichweite und wenn ich das hier richtig sehe. Ach so, Moment mal, das sind ja jetzt die Grenzsteine von dem ursprünglich anderen Dorf. Können die da nicht drauf zugreifen? Dürfen die das Gebiet nicht vergrößern? Ja, also darf ich jetzt hier quasi mit meinem, ne, mit meinen Leuten das hier nicht machen? Fragen über Fragen. Man sieht es auch hier, also die halten sich jetzt hier so in diesem Patrouillengebiet auf, das ich da mal eingerichtet habe. Das sind jetzt hier anstelle der Soldaten mit der Patrouille beschäftigt. Gehen aber keinen Meter in diese Richtung. Dies ist nicht so schön, um es mal so auszudrücken. Hier haben sie nun wirklich, naja, bis auf diesen Bereich so ziemlich alles aufgedeckt. Moment, das Teil ist da. Hier ist eine Grenze. Wir probieren Dinge mal aus. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert. Gebietserweiterung. Wenn ich den hier hinsetze. Auch nichts. Da sind aber auch unsere Grenzsteine mit dabei. Das sind nicht nur die von dem anderen Dorf. Und ja, hier ist soweit alles aufgedeckt, in dem Sinne, dass wir hier, ne, das sehen können. Aber wir können das Land ja nicht einnehmen. Also ich kann hier beispielsweise, ich darf hier nichts bauen. Wenn ich jetzt hingehen würde, nur mal so, ne, um das mal kurz zu dokumentieren, ich würde hier die Holzfäller hin. Ach, Moment. Jetzt verstehe ich. Ja, nee. Falscher Gedanke meinerseits. Das haben wir doch schon alles gemacht. Die kommen von hier. Klar, logisch. Geht ja auch nicht anders. Die gingen von dir. Alles klar. Nee, dann, ja, falscher Gedanke meinerseits. Logisch. Hier ist ja die Grenze von dem anderen. Da kamen wir ja gar nicht durch oder lang. Okay. Dann nehme ich das zurück. Ja, dann ist,
auch dieses Teil hier im Prinzip kann weg. Braucht man nicht mehr. Hat sich überlebt. Tschüss. So. Schade, schade, Schokolade, aber ist so. Jetzt sehen wir mal. Da wird einer, reserviert einer. Wie sieht es mit den anderen Sachen? Achso, das sind die Geschichten. Jo. Wie komme ich da jetzt am schnellsten hin? Hier geht nichts. Erweiterung geht auch nicht. Was mich so ein bisschen umtreibt und wo ich so ein bisschen jetzt so ins Grübeln komme, haben die hier keine eigenen Wachtürme? Also ich sehe keine. Die man so übernehmen könnte oder durch eigene ersetzen oder wie auch immer. Ja, ich sehe hier jede Menge Wohnhäuser. Ja, also da hat er nicht mitgespart. Bilderhaus, kleines Wohnhaus. Ne? Also hier sind zig Wohnstätten. Ist ja auch erstmal nicht verkehrt. 10.000 Eisentagebau und Silbertagebau und Kohleabbaugebiete. Wie sieht es damit aus? Okay, ich kann die nicht. Ja, wirklich keine Informationen. Das ist auch ein bisschen seltsam. Ne? Auf der einen Seite gehören die zu uns. Auf der anderen Seite kriege ich keine Informationen, wenn ich da draufklicke. Hier sieht die ganze Geschichte schon ein klein wenig anders aus. Aber hier sagt dann, ja, wir sind zwar jetzt Verbündete, aber das ist ein anderes Dorf gewesen oder irgendwo ja immer noch. Also gehören diese Gebäude nicht wirklich zu uns. Ich könnte die jetzt nicht einreißen, ja, oder anders verlegen oder wie auch immer. Wenn ich jetzt feststellen würde, beispielsweise hier, Silbertagebau bringt nichts, weil kein Silber mehr da, kann ich jetzt nicht sagen, hier das Ding bitte weg. Und an dessen Stelle kommt da jetzt ein Wachtturm hin beispielsweise. Oder irgendwas anderes, was vielleicht mehr Sinn macht oder so. Ja, ich kriege auch keine Informationen darüber, hier beispielsweise bei diesem Lager. Ne? Was ist da? Ja gut, man kann es sehen, das Wert könnte Silber sein. Das auch. Aber ich bin da mehr so aufs Raten angewiesen. Entschuldigung. Ich müsste da mal ganz kurz ein bisschen nach tanken, wassermäßig. Ein bisschen kratzt da was im Hals. So, ja, das war ja jetzt wieder eine sehr ergiebige Folge. Wir haben einen Wachturm abgerissen und ein bisschen hier die Mannschaften so von hin und her geschoben und einen weiteren Wachturm in Auftrag gegeben. Es ist, ja gut, die Dinge, ne? A, brauchen ihre Zeit und B, man kann halt nicht immer alles oder nicht so viel machen, sagen wir mal so. Gut, Kohle habe ich auch. Also ein, zwei Sachen haben wir gemacht. War jetzt nicht so, dass wir gar nichts gemacht haben. Ein paar Aufträge haben wir auch erteilt. Oh, hier Kohleabbau, wie sieht es damit aus? Kohleabbau, Silberabbau, da wird gelagert bis zum geht nicht mehr. Gut, ich könnte jetzt das ein oder andere Lager noch errichten. Mache ich vielleicht auch und dann, ich weiß nicht, ob die Lage dann wirklich befüllen. Man könnte das ja mal ausprobieren. Wäre ein Versuch wert, aber dann erst ab der nächsten Folge. Die Folge war jetzt ja Einstiegsfolge in die erste Folge der entsprechenden Woche oder für die entsprechende Woche. Die ist immer so ein bisschen Orientierungsfolge und selten, dass da viel wichtige und großartige Dinge passieren. So, genug gelabert von meiner Seite. Wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Geht schon wieder gut weiter hier. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch wieder. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung, für deine Unterstützung. Insbesondere danke ich mich und dann macht's gut. Genießt die Zeit.